Hey Leute, ich begrüße euch zu Pokémon Schwarz 2 Blind Nuzlocke Challenge. So, wir waren im letzten Party auf der Suche nach. Ja, auf der Suche nach. Ein Pokémon. Ja, wir sollten irgendein Pokémon helfen. Und es fällt mir gerade auf, wir hätten auch mal direkt davor heilen können. Und ja, es läuft wieder schön flüssig. Im letzten Party ist er ziemlich gelaggt. Woran es gelegen hat, keine Ahnung. Seit ich mein PC mal einfach ein bisschen sauber gemacht habe und aus an. Läuft es wieder gut. Pokémon verschwinden doch nicht einfach von allein. Im schlimmsten Fall ist ihnen was passiert, okay. Gut, dann gehen wir. Ne, da waren wir schon mal lang gegangen, ne? Und das sind Trainer. Ja, komm. Lassen wir Eriko erstmal vorne. Du hast ganz schön Pech, dass du meinen starken Trainer wie mir begegnet bist. Okay, du glaubst, du bist stark? Ein Beweis ist. Naglux. Eriko! Und Kratzer. Eriko könnte ruhig mal irgendwie eine neue Attacke lernen, ne? Ja, das ist nicht sehr effektiv, Kollege. Nicht sehr effektiv. Oh, Tackle macht da schon ein bisschen mehr Schaden, aber naja. Wir haben den Vorteil, dass wir zwei Level über dir sind. Ah, das gefällt mir nicht, dass er unsere Verteidigung so macht, aber wir haben dich jetzt besiegt. Daher können wir unser Pokémon jetzt auch wechseln. So, Level 9. Und, ne, du lernst nichts Neues. Hinton. Okay. Ah, komm, wir bringen Viper! Teenager Billy. Wolke 7 von Eltern wirkt. Okay. Gesichter. Komm, wir machen mal ein Gesichter. Blub, blub, blub. Ich weiß gar nicht, was Gesichter bringt. Eltern wurde erkannt. Er setzt Kratzer ein. Okay. Und macht er nochmal Kratzer. Ah, jetzt macht er Rundenschlag, ne? Ja, klar. Als hätte er gewusst, dass wir es machen. Nochmal Rundenschlag, im Ernst. Jetzt ist zweimal unsere Verteidigung runtergegangen. Aber okay, komm. Er macht wirklich nochmal Rundenschlag. Meine Güte. Okay, komm. Nassmacher. Der will uns nicht angreifen. Jetzt ohne Witz. Der will uns einfach nicht angreifen. Jetzt aber. Gut. Und jetzt hoffe ich, dass wir es überleben. Locker. Und Konter. Bam. In dein Gesicht. So, kriegst du einen Ruckzuck-Hieb. Bist besiegt. Oh, fast Level up. Gut. Gehen wir mal oben lang. Wildes Pokémon. Ein wildes Yogglef. Ja, komm. Bekämpfen wir auch mal. Aber wir wechseln das Pokémon, weil Eriko kann mit Kratzer einfach mal so wenig Schaden machen, dass das unfassbar ist. Ah, ich hab mal nachgeguckt. Wow, Volltreffer. Ich weiß, dass unser Viper auf Level 11 neue Attacke lernt und das wird uns sehr helfen. Dass jetzt unser Hero auch so viel kassiert hat durch ein wildes Pokémon, gefällt mir auch überhaupt nicht. Jaul. Hast du das gehört? Ich sehe hier nach, du süßt da drüben. Und da ist es doch. Gut, wir haben einen Trank gefunden. Daneben ist irgend so ein komischer Typ. Aber da gehen wir gleich erst hin. Ich will jetzt erstmal noch. Ja, und wie kommen wir denn da oben hin? Muss ich gleich mal nachgucken. Weil ich möchte jetzt erstmal heilen, weil das sieht aus wie so ein kleiner. Also. Ja, okay. Also die Bösen. Ja, also die Bösen. Keine Ahnung, wie das hier ist. Also Team Rocket bestimmt nicht. Was gab's noch? Team Magma, Team Aqua. Ich glaube Team Plasma und. Ja, so viele Teams. Mal sehen, was wir diesmal hier haben.
Ach schön, da haben wir diesmal den richtigen Weg erwischt. Ja, wenn wir hier direkt mal lang gegangen, so. Schön und... Ah, wildes Pokémon. Ein Yorkleff. Und Flucht. Du bist entkommen. Gut. Enton. 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 Enton ist cool. Wolke 7. Einmal. Ach, danke. Flucht ist gelungen. Wir tun mal Viper nach vorne. So, Kollege hier. Terbak, jaul! Beppe, dieses Gejaule, endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Team Plasma? Ja, die gab es im ersten Teil. Aber wir sagen jetzt hier einfach eiskalt. Nein. Im Ernst, wir sind eine was aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einheit übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wie dem auch sei. Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesen Terrybug gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann findet mich ausgerechnet ein Kind. Das ist alles deine Schuld. Nimm das. Wir erhalten das Item Frustration. Cool. Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Ja, ich dachte, wir kämpfen gegen den. Langweilig. Jaul, wuff. Besitzer, oh, Terrybug. Was ist denn nun passiert, dass du ganz allein bist, hierher gelaufen bist? Jedenfalls bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser darauf auf. Also ich weiß nicht. Der ist echt angefressen gewesen. Was ist denn zugestoßen, dass er sich so aufregt? Wenn ein Pokémon verschwindet, kommt Terrybug. Die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Was? Wir werden einfach hier zurückgelassen? Nein! Nein! Okay. Dann haben wir hier das hier geschafft. Vielen Dank, dass ihr die, dass ich dir und mein Pokémon-Team zu verdanken. Ihr seid echt toll. Kann es sein, dass Laura euch trainiert hat? Nein, hat der nicht. Du und dein Pokémon-Team hat uns Terrybug gefunden, stimmt's? Ja, ja, irgendwie ja, eigentlich schon, ja. Gut, dann können wir zurückgehen. Jetzt sind wir auf Route 20. Und zack, zack. Können wir jetzt uns trainieren lassen von diesem Lauro. Lauro, oh, wie sieht, oh, wie aussieht, konntest du deinen Freund die Karte überreichen? Hm, du und dein Team, ihr wart nur eine Weile weg, dennoch seid ihr gewachsen. Alles klar, vergessen wir das Training. Ich will, dass ihr mir zur Hand geht. Was? Aber ich überlege gerade, wir tun erstmal Hero nach vorne. Weil Hero ist eigentlich immer gut. Und wow. Mädchen. Oh, Lauro, mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Junge. Echt jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt. Dieser Trainer ist sehr stark. Aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon-Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Also Randy, bitte tritt gegen die beiden an. Ich zeig dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Okay, kein Problem. Jetzt zieh ich ab, Junge. Schulkind Gregor. Grillnack. Grillnack? Ist der Grillnack? Egal, eine Aquaknarre und das ist über Level 9. Dennoch eine Aquaknarre. Bam, besiegt. Hero, das war jetzt ziemlich enttäuschend. Aber jetzt ein Aquaknarre und besiegt.
Yeah, wurde besiegt. Schön. Level 10 für Hero. Damn. Schulkind. Ich muss mich noch ein, ja. Du musst noch viel lernen. Du musst noch viel lernen. Das war ein echt großartiger Kampf. Ihr könnt beide stolz auf euch sein. So, weiter im Text. Jawohl! Aber erlaubt mir zunächst einmal den Team aufzufrischen, Randy. Boah, das ist nett. Danke. Bei einem Pokémon-Kampf sind die Wechselwirkungen zwischen den Typen ein entscheidender Faktor. Oh, was hat die? Die hat bestimmt Vegimark. Ja, das ist doch das Pflanzaffenvieh, ne? Oh ja. Wechsel. Viper. Viper. Kratzer. Zack. So, machen wir einmal ruckzuck Keep. Fidging. Und Schlecker. Und jetzt kommt Konter. Oh, jetzt macht er. Irgendwie jedes Mal, wenn ich Konter einsetze, setzen die irgendeine Statusattacke ein. Jedes Mal. Und jetzt ruckzuck Keep. Und. Oh, Volltreffer. Und jetzt kommt Kratzer, ne? Ja, ja, ja. Volltreffer. Volltreffer. Eriko. Volltreffer, habt ihr es gesehen? Da hätte ich fast meinen Viper verloren und das wäre nicht gut gewesen. Das ist nicht sehr effektiv. Kratzer. Zack. Und da haben wir Vegimark auch besiegt. Und Viper ist Level 10. Yeah. Oh, KP 31, Angriff 21, Verteidigung 15, Spezialangriff 15, Special Verteidigung 14. Gute Werte bis hierhin schon. Laura, also das war mal ein wirklich was für ein Ding, erquickender Kampf. Man könnte richtig sehen, wie viel Spaß alle beteiligten Pokémon dabei hatten. Was sagst du, Randy? Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor beim Pokémon-Kampf, nicht wahr? Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer ist stark gegen Pflanze und Pflanze ist stark gegen Wasser. Aber die Wechselwirkung der einzelnen Typen untereinander sind beim Kampf natürlich nicht alles. Vergiss das nicht. Aber jetzt kommt überhaupt erst das Tollste. Stimmt der Typ einer Attacke mit denen des Anwenders überein, erhöht sich dabei die Stärke des Angriffs. Dann wollen wir mal tapferes Pokémon. Ja, das ist cool, dass ich jetzt hier auch mal erzählen, weil Otto, du hast für einen Trainer Randy wirklich alles gegeben. Ja, das ist der sogenannte Step-Bonus. Das heißt, ein Wasser-Pokémon hat mehr Power mit einer Wasserattacke, als ein Feuer-Pokémon mit einer Wasserattacke hätte. Ja, ja. Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätten, das ist eine der Vorzüge einer Reise. Ey, Kim, ist hier noch irgendwas geschenkt? Hallo? Okay. Wow. Wow, was geht mit dir ab? Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier etwas für dich. Keine Wiederkehr, nimm einfach. Randy hält Medaillenbox. Randy verstaut das Item Medaillenbox in der. Oh, davon habe ich gelesen. Man kann Medaillen sammeln, ne? Ich bin Dr. Medaille. Hast du zufälligerweise schon einmal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Ja, habe ich. Das ist ziemlich cool. Man kann Medaillen eben sammeln. Das ist eine neue Herausforderung. Finde ich ziemlich cool gemacht. Hier hast du gleich ein paar Medaillen sozusagen als Willkommensgeschenk. Da, erste Medaille. Erste Schritte. 6 Tippmedaillen. Noch eine Funktion am Rande. Wenn du die Voraussetzung für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox zur Hand und schau, was sich so alles darin befindet. Okay. Dankeschön. Zack, da kommt unser Sensei! Randy, man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der nächsten Pokémon-Eier von Aventura City endlich eingetroffen ist. Schau doch mal dort vorbei und überzeug dich davon, wie stark du geworden bist. Ich mach den fertig. X-Tempo! In die Tasche verpackt. So, liegt da vielleicht auch noch ein Item? Wow! Oh, was ist das denn? Gibt's hier Gras? Ja. Okay, keine Ahnung, was der ist. Egal. Da ist ein großer Baum.
Hier müssen wir bestimmt irgendwie später noch hin. Hier ist bestimmt irgendwas noch. Bestimmt. Bestimmt. Gut, dann. Beutel. Gucken uns noch. Da, Medaillen einsetzen. Was? Da liegt eine Anleitung in der Medaillenbox. Funktioniert der Modell? Bewegt den Cursor auf eine beliebige Medaille und drücke A oder berühre das Kästchen rechts daneben, um sie als Stolzmedaille einzustellen. Über die Kuration kannst du deine Stolzmedaille auch anderen Spielern zeigen. Drücke Start, um die Änderung in der Medaillenzeige vorzunehmen. Okay, erhalte alle Teilnehmer an der Medaille. Okay, Nummer 2. Tippmedaille. Der Weg ist das Ziel. Speichere regelmäßig dein Spiel, wenn dein Pokémon geschwächt sind. Ja, okay. Also ich glaube, die Tippmedaillen, die können wir uns jetzt rein. Ich will schon Pokémon Center. Hier im Pokémon Center abholen. Also wie ich das verstanden habe von Ihnen, steht der hier im Pokémon Center. Okay, er steht hier nirgendwo. Keine Ahnung. Der uns verarscht. Oder doch der links. Ist das der links? Egal, wir haben erstmal unsere Pokémon. Danke. Oder? Ist der das hier? Nein. Dann kaufen wir mal eben. Hallo, willkommen, kann ich helfen? Kaufen? Ja. Erstmal wieder ein paar Pokébälle. Wir haben ja noch 5. Das heißt, wir kaufen 5 neue. Und dann ganz wichtig, ganz wichtig, kaufen wir uns mal Tränke. Ich bin dafür, dass wir uns 16. Okay, wir können uns keine 16 holen. Dann holen wir uns 6. Ich meine, 10 Tränke sollten auch erstmal reichen. Für den Anfang. Und dann war's das. Gut, das war's erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.